Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit der Tagesbotschaft von Cosmic Matrix für den Sonntag. Und ich hoffe, dir geht's gut. Du hattest schon einen schönen Samstag, hoffe ich. Und ja, ich habe wieder eine Botschaft für uns gezogen und werde dir erstmal die Karten vorstellen. Hier geht es los mit Diana Coopers Engelkarten links vom Ansata Verlag. Die sind schon ganz alt. Und rechts habe ich die Angel Prayers Oracle Cards von Kai Gray vom Lifestyles Verlag dabei. Und da werde ich uns jetzt mal die Botschaft für den Sonntag ziehen. Das Wort zum Sonntag kommt gleich durch die Engel. Nein, ich will nicht anmaßend sein. Bei mir findet das Wort zum Sonntag auch am Mittwoch statt. Es ist einfach bei mir so eine Redewendung, wenn man etwas sagt, was sehr von Wahrhaftigkeit ist. So, haben wir mal Engel Nummer 1. Haben wir schon mal die auch noch durch für dich. Und ich freue mich schon voll auf den nächsten Heilkreis, wenn die werden ja jedes Mal kraftvoller. Mal sehen, was dann passiert. Da bin ich echt schon jetzt wieder in Vorfreude. So. Okay, los geht's mit dem ersten Engelchen. Ja, du sollst mehr Spaß haben oder den Spaß wieder in dein Leben einladen, sagen die Engel, ja. Die Engel lieben es, wenn du lachst, wenn du dich freust. Und das darfst du auch. Also du darfst ganz viel Freude in deinem Leben haben. Deine Energie wird dann ganz leicht. Und auch schwierige Situationen kannst du dann viel leichter hinter dir lassen. Ja, was Komisches, was Neues, etwas, ja, was dir richtig Spaß macht, das darfst du gern tun. Und die Affirmation heißt, von jetzt an betrachte ich das Leben mehr von der heiteren Seite. Alles soll Spaß machen. Das ist voll ein gutes Lebensmotto, finde ich sehr gut. Und immer auch lachen, das ist sehr wichtig. Dann haben wir die zweite Karte. Focus your mind, also konzentriere dich immer wieder, richte dich neu aus. Und auch was ich spüre hier auf den Spaß, inwiefern kannst du dich ganz bewusst auf Freude auch immer wieder ausrichten, wenn du merkst, oh, die Gedanken kommen wieder, diese alte Suppe, dass du dann einfach merkst, wow, ich wollte doch mehr in die leichten Energien gehen. Fokussiere dich immer wieder, also das ist sehr hilfreich, wenn man meditiert oder irgendetwas macht, wo man merkt, ah, da hole ich mich zurück. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich, sich da selbst so einen Anker zu setzen. Und zwar, ich lese dir das Gebet vor. Danke, Engel, dass ihr mir helft, meinen Geist immer wieder auf die Prioritäten auszurichten. Also was ist wichtig? Das heißt, Sonntag haben ja die meisten jetzt frei, nehme ich mal an. Das ist überhaupt eine generelle Ausrichtung so. Wenn viel los ist, was ist wirklich wichtig? Ja? Worauf setze ich meine Prioritäten? Und wenn man nochmal die Botschaft vom Samstag sieht, dieses Herrsche über dein Königreich, dass man einfach den Überblick behält, wer man auch in seinem Königreich ist. Und auch natürlich die Vergangenheit ruhen lässt und sich klar wird, ich bin in der Schöpferkraft und ich möchte das und das und das für mein Leben. Und Spaß ist immer eins davon, ja? Und Fülle und Liebe und alles, was du dir noch wünschst. Und darauf sich natürlich immer wieder auszurichten. Denn das, worauf du dich ausrichtest, womit du dich viel im positiven Sinne beschäftigst, das ziehst du in dein Leben. Deswegen kreiere dir bewusst schöne Dinge, die dir Freude geben, ja? Das ist die Botschaft für den Sonntag. Ich wünsche dir ja, Lachen und Freude und alles, was du brauchst und klare Ausrichtung und Fokus. In dem Sinne, einen schönen Tag. Dann bis morgen. Satnam.